Ja, hallo, liebe Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid auf ein Café mit mir. Manche Menschen sind ein echter Lichtblick. Bestimmt fällt euch auch so jemand ein, so ein Lichtblickmensch. Wenn ich so von jemandem höre oder ihn sehe, dann scheint mir die Welt ein bisschen heller. Was ich gemerkt habe, meine Lichtblickmenschen, das sind meist gar keine wirklich strahlenden Persönlichkeiten oder berühmte Leute wie etwa Dietrich Bonhoeffer oder Nelson Mandela, sondern ganz normale Menschen, denen ich im Alltag in meinem Dienst begegne und die trotzdem etwas ausstrahlen. Ich denke zum Beispiel an die alte Dame, die ich vor kurzem im Seniorenheim besucht habe. Sie ist schon über 90, sehr gebrechlich, bekommt kaum Besuch. Aber sie beklagt sich nicht. Und obwohl ihre Möglichkeiten sehr begrenzt sind, hat sie ihre ganz eigene Methode, etwas Licht in den Heimalltag zu bringen. Wissen Sie, hat sie ein bisschen verschmitzt erzählt, zum Kaffeetrinken gehe ich nachmittags immer in den Speisesaal. Ich könnte auch in meinem Zimmer bleiben. Und ehrlich gesagt, der Kaffee schmeckt nicht besonders. Aber ich finde, so erzählt sie, die Pflegekräfte geben sich solche Mühe, das immer etwas schön vorzubereiten. Da will ich Sie nicht enttäuschen und Ihnen auch eine Freude machen. Für mich, liebe Freunde, war dieses Gespräch mit der alten Dame ja doch so etwas wie ein echter Lichtblick. Ich musste an den Satz von Jesus denken. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus gesagt. Also, ihr könnt die Welt heller machen. Am vergangenen Wochenende war ich mit meinen Konfirmanden, Corona-konform, zu einer Konfirmandenfreizeit. Was bedeutet Glauben? Wie sind die alten Worte des Glaubensbekenntnisses zu verstehen? Gott, der Schöpfer. Oder geht das überhaupt, geboren von einer Jungfrau Maria? Gibt es die Hölle? Was heißt heilige christliche Kirche? Es waren interessante, lebhafte Gespräche. Immer wieder war ich veranlasst zu erzählen, was ich unter Glauben verstehe, welche Rolle er in meinem persönlichen Leben hat. Auf Collagen, die die Konfirmanden zum Thema Glauben bedeutet für mich gestaltet haben, ist zu lesen Zusammenhalt und Gemeinschaft, Frieden und Freiheit, Liebe und Vertrauen, Kultur und Verschiedenheit, aber auch Bibelworte. Und eine Konfirmandin schreibt auf ihrem kleinen Kunstwerk: Gib nicht auf, sonst könntest du die Antwort auf deine Gebete verpassen. Liebe Freunde, der Art und Weise, wie diese Jugendlichen miteinander umgingen, diskutierten, ihre Unterschiedlichkeit aushielten, Glauben entdeckten und in ihrer eigenen Sprache wiedergaben und vor allem Gemeinschaft in diesen Corona-Zeiten gestalteten. Natürlich kam die Freizeit auch nicht zu kurz. Da wurden sie auch für mich so etwas wie Lichtblickmenschen. Liebe Freunde, Corona bestimmt unser Leben nach wie vor. Bei vielen ist Frust, Unmut und Erschöpfung spürbar. Leider wird auch dieses Jahr der Karneval weitgehend ausfallen. Dennoch erlebe und entdecke ich immer wieder Menschen, die sich engagieren für andere, die kreativ und oft im Stillen ihre Arbeit für andere tun, die Licht, Freude und Lebendigkeit in das Leben anderer Menschen bringen, wie die alte Dame und die Konfirmanden. Ihr seid das Licht der Welt. Das gilt in Zeiten, wo es uns gut geht und wir dankbar für unser Leben sind, aber auch in Phasen, in denen wir selbst schwach sind und hilfsbedürftig. Ihr seid das Licht der Welt. Ich nehme den Satz von Jesus als Ermutigung. Egal, wer du bist und egal, wie es gerade um dich steht, auch du kannst die Welt heller machen. Denn dazu braucht es gar nicht viel. In diesem Sinne, bleibt behütet, Gottes Segen und bis in 14 Tagen, euer Pfarrer Uwe Löpper.